Als Peggy March 1965 beim Schlagerfestival Baden-Baden mit diesem Song auftritt, ist sie tatsächlich erst 17. Und Deutschland verliebt sich Hals über Kopf in die charmante Amerikanerin mit dem hinreißenden Akzent. Ihre Karriere beginnt schon früh und mit einer echten Sensation. Nach ihrer Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel landet die erst 15-Jährige direkt auf Platz 1 der amerikanischen Charts mit dem Song I will follow him wherever he may go. Es folgt ein Hit nach dem anderen weltweit. Was so alles geschieht. In the Canopy Street. Hey, das ist Musik für dich. Peggy March findet auch privat das große Glück. 45 Jahre ist sie mit Ehemann und Manager Arnold Harris zusammen. Internationale Erfolge feiert sie auch als Songtexterin. Der 80er-Hit When the Rain Begins to Fall, gesungen von Pia Zadora und Jermaine Jackson, stammt aus ihrer Feder und bringt ihr Gold- und Platin-Auszeichnungen ein. Wunderbare Zeit, leider morgen schon Vergangenheit. Sie ist ein Weltstar mit Herz und Humor. Peggy March. Ihre Stimme und ihr Lächeln lassen uns auch heute immer noch träumen. Eine starke Frau, eine starke Stimme. Peggy March. Dankeschön. Danke sehr. Sehr lieb. Dankeschön. Danke. Dein Applaus, Peggy March. Ich komme zu dir. Schönen guten Abend. Ich freue mich. Hallo, liebe Peggy. Schön, dass du da bist. Das ist deine Standing Ovation. Das ist ganz lieb. Danke, herzlich. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Danke. Darf gerne Platz nehmen. Danke. Es ist einfach wirklich beeindruckend, deine Karriere. Liebe Peggy, du hältst bis heute den Rekord als jüngste Sängerin auf Platz 1 der US-Billboard-Charts. Ja. Du hast unglaublich viele Erfolge. Gibt es so einen, wo du sagst, an den denke ich ganz besonders gern zurück, weil der bedeutet mir sehr viel? Weißt du, jeder Tag ist für mich ein schöner Tag. Mhm. Also als mein Kind geboren wurde, als ich geheiratet habe, als ich zuerst mit 17 habe, noch Träume gesungen habe, yeah. Die waren alle schön in ihrer Zeit. Mhm. Und jetzt immer eine neue Produktion, ich freue mich riesig. Also wirklich, ich habe viel Spaß an meiner Karriere und mein Tun, was ich überhaupt tue. Und das wünsche ich dir auch. Und das Spaß hält man jung, glaube ich. Und hat man dann für das Reste des Lebens viel, viel Spaß. Das wünsche ich dir. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und das spürt man bei dir auch. Du lebst es, du liebst es. Du hattest beruflich Erfolg. Der Private kam auch dazu. Ja. Du hast deinen Mann kennengelernt. Er war auch dein Manager. Ja. Ihr habt geheiratet. Er war deine große Liebe. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich war gerade 19, das war mein 19. Geburtstag und ich war mit meiner Plattenfirma, war RCA, also RCA, und die haben gemeint, ich bräuchte einen neuen Manager und die haben ihn vorgestellt und ich habe gesagt, okay, da hast du meine Haare, da hast du meine Klare. Also, ja, wirklich, mein Kleid, das hat er auch nicht gemocht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es ein toller Mann war und der war ein toller Mann. Wart ihr so seelenverwandt und doch komplett unterschiedlich in dem Falle? Oder also welche Seiten haben dich der hinschmelzen hat, lassen? Der hat ein unglaublich sarkastisches Sinn für Humor gehabt und der brachte mich immer zum Lachen, immer. Der stand immer auf meiner Seite, auch wenn er nicht mochte, was ich gerade tue. Und der war ein toller, toller Mann und ein wunderschöner Vater. Auch, das ist schön zu hören und vor allem darf man ja sagen, leider ist er vor 10 Jahren verstorben. Ja. Wie sehr fehlt er dir? Ja, ich vermisse ihn oft. Also der ist aber immer bei mir. Und wenn ich Probleme habe, ich frage, mach doch.
Was? Sag mir was. Und irgendwann kriege ich die Antwort, nicht durch seine Stimme oder sowas, aber irgendwann kriege ich dann die Antwort, was ich brauche. Und ich weiß, dass er immer bei mir ist. Jede Wahrsager, die ich kenne, sagt, der ist immer auf deiner linken Schulter. Das ist toll. Man spürt, ist er halt einfach im Herzen genau so für immer verbunden. Ja. Und über diese Liebe, die wir gerade gesprochen haben, die schenkt uns ja auch einen besonderen Moment, weil du wirst uns gleich eine sehr warme, emotionale Ballade singen mit einer romantischen Botschaft. Und für das darf ich dich jetzt auf die Bühne bitten. Danke dir. Danke dir, Peggy. Ja, viele Menschen vermissen einen geliebten Menschen. Sie ist damit nicht alleine. Das sind ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und vielleicht können wir jetzt mit diesem Lied, mit dieser Musik, jeden, der jetzt jemanden vermisst, spüren lassen, dass egal wie lange jemand schon gegangen ist, die Liebe bleibt für immer. Don't worry, my love. Peggy March. Von klein auf wollte ich groß erscheinen und stand schon früh auf eigenen Beinen. Doch dann tratst du noch in mein Leben und hast mir sicheren Halt gegeben. Stieg auch mal Angst in mir empor, so dass ich fast den Halt verlor. Nahmst du mich in deine Arme und sagtest zärtlich in mein Ohr: Don't worry, my love, alles wird gut. Don't worry, my love, verlier nie den Mut. Ich werde immer da. Don't worry, my love. Don't worry, my love. Alles wird gut. Don't worry, my love. Verlier nie den Mut. Ich werde dich begleiten in allen Zeiten. Don't Nun musstest du schon von mir gehen, hab lang gebraucht, es zu verstehen. Das Leben scheint uns selbstverständlich, doch nur die Liebe ist unendlich. Ah, wenn heute ein Zweifel an mir naht und mir die Kraft schon fast versagt, dann höre ich noch immer, wie deine Stimme zu mir sagt: Don't worry, my love, alles wird gut. Don't Doch manchmal fühle ich mich allein und mag's vielleicht nicht ewig sein. Kaum will ich mein Gewissen fragen, höre ich dich wieder leise zu mir. Don't worry, my love.
love. Dankeschön. Dankeschön. Peggy March. Danke dir. Dankeschön. Was für ein schöner Song, was für ein berührender Song. Ich danke dir. Danke, dass du diese Kraft der Liebe mit uns geteilt hast. Ja, vielen, ich bedanke mich auch. Und auch danke an den Komponisten und heute begleitet am Piano Jonathan Zelter. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Jonathan, danke dir. Alles Gute und Peggy, ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ja, fein. Ein Applaus für Peggy March. Ja,